Kommunikation ist eine große Illusion, denn wenn wir uns mit etwas oder jemandem verbinden, dann schwinden die Konzepte in einem Gefühl von Liebe. Doch nicht der billige Hollywood-Schinken, die Maske können wir uns doch endgültig abschminken, wenn wir tief in das Sein sinken, blinken links, rechts. Der Warnblick ist an und warnt uns davor, dass unsere Konzepte drohen zu kollabieren, bevor wir kapieren, dass es nichts zu verstehen gibt. Doch verstehen wir, dass Verständnis eine Wahl ist, die nicht von dem bipolaren Spielen der Industrie abhängt. Ein Mangel im System, der durch Mitgefühl gefüllt werden kann. Wir sind drauf und dran, unser Konzept zu entleben. Leben wir ein Bachelor vor den Toren der großen Stille. Wir beginnen zu verstehen, dass die Weisheit in unseren Zellen wohnt und kein Patent von Patienten eines Systems, die psychologische Spiele spielen. Eine Wissenschaft in den Kinderschuhen, in denen nennen das Wissenschaft. Da stellt sich die Frage, was wissen wir denn in unseren westlichen Augen? Was wissen denn die Primitiven, die um das Feuer tanzen und scheinbar mehr Freude verspüren, doch haben sie keine Tore, Türe zu versperren. Und wir laben uns noch immer im Fettnäpfchen unseres Materialismus, in der Materie ein Muss ist, auch wenn das letzte Hemd keine Taschen hat. Und jetzt eindeutig Schluss ist, wir schon Masken tragen müssen, Angst voreinander haben, die heiligen Stoffe in den Nadeln anbeten, bevor wir uns ehrlich sind, dass da ein Missverständnis von Machtpolitik im Gang ist, in der Menschen glauben, Götter zu sein. Und wenn sie wildgewordene Brüder und Schwestern sind, die vergessen haben, dass wir in Verbindung sind, um Himmel Willen vergessen, wir doch endlich die Pille der willenlosen Menschen für ein nicht mehr dienliches System schaffen, indem wir mit dem Anbeten von Nadeln und Stoffen, die im Waffenlager der wildgewordenen Affen weder Gesundheit noch Frieden schaffen, lassen wir die alten Waffen in Ruhe ruhen, lassen wir die alte Welt in Ruhe gehen, lassen wir sie sterben, ein Scherbenhaufen, der in die Annalen der fatalen Zivilisationen eingehen wird, während sich parallel eine neue Gesellschaft gebiert, die wieder an den gesunden Menschen interessiert ist, kapiert, nicht misst, sondern bedingungslos sich ergibt, der einen Kraft, die alle Formen erschafft, in der es nicht mehr klafft, sondern Verbindung an der Tagesordnung ist, der Mensch, der wahrhaftig Mensch geworden ist, Homo Luminus, die Birne leuchtet, das Herz strahlt, wir wählen die Liebe, wir wählen die Freude, wir wählen den Frieden.